Also ich würde mir eine Bewerbung machen und dann würde ich es genauso nicht machen. Aufgrund deiner Erfahrung mit Studien etc., auf was legst du beispielsweise in einer Bewerbung am meisten Wert? Nix, keine Ahnung, weil ich finde, das ist alles so nichtssagend. Also eigentlich ist es, also das meiste, was man kriegt, ist stark 0815. Alle so Bewerbungen, die wir bekommen, auch von dir und die Leute, die hier sind, also auch die meisten haben 0815 Bewerbungen geschickt, weil es ist immer, es ist ein Anschreiben, hallo, anbei, schicke ich dir die Bewerbung oder sowas. Dann ist die Bewerbung, ja, ich bin hyper motiviert, und das ist quasi so Duplicate Content, den man bekommt. Und dann, und dann kriegt man noch einen Lebenslauf dazu und ein paar Zeugnisse. Und wie soll man da irgendwie differenzieren und sagen, so, das ist jetzt der Richtige, das ist die Richtige und das ist der Falsche und was auch immer? Überhaupt nicht möglich. Das heißt, man muss die Leute halt einladen und testen irgendwie. Und mit testen meine ich halt vor allem den Charakter. Also kann man sich vorstellen, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Schätzt man, dass die motiviert sind? Schätzt man, dass die gut sind? Schätzt man, dass die was nach vorne bringen wollen? Und natürlich kannst du in einer Bewerbung oder in anhand von Noten oder sonst was so ein bisschen so ein Grad an Fähigkeiten ablesen. Aber am interessantesten eher zu sehen, wenn ich schon in eine Bewerbung gucke, gibt es so Erfahrungen, also einschlägige Erfahrungen, aus denen ich ableiten könnte, okay, geil, die hat 2 Jahre lang das gemacht und das kann uns mega nützlich sein. Wir haben gerade eine Bewerbung im Design, die ist Freelancerin, die macht das seit 7 Jahren, die hat ein super Portfolio mitgeschickt und so. Das macht einen super krassen Eindruck, also es könnte interessant sein. Da wird man halt hellhörig. Oder Erfahrung und dann Arbeitsproben, das ist so das andere Ding irgendwie. Also wenn jemand direkt Artikel, Konzepte, Designs, was auch immer mitschickt, wo man direkt sieht, okay, A, sich vielleicht extra die Mühe gemacht für die Bewerbung und B, einfach Erfahrung vorhanden, super Arbeit bisher schon gemacht und dadurch vielleicht ein bisschen interessanter als jemand, der die Standardsachen schickt und das, wo das halt fehlt. Aber am Ende ist es die Leute kennenlernen und ein bisschen schon raten und eine Bauchentscheidung treffen, so, ich glaube, das ist der oder die Richtige und alles, was so dieses ganze Beiwerk ist, das kann man alles lernen. Also ich würde mir eine Bewerbung machen und dann würde ich es genauso nicht machen. Also weil die Standardbewerbung, die ja jeder macht, ist, er geht auf Xing, lädt sich sein überlebenslauf.com seinen Lebenslauf runter. Die sehen alle gleich aus. Man sieht bei allen, dass sie überlebenslauf.com generiert wurden. Das ist einfach so. Überlebenslauf. Überlebenslauf. Alle ziehen sich dort ihren Lebenslauf runter. Dann packen sie ihre Zeugnisse in den Anhang. Und ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie kommt es mir so vor, als würden sie auch alle aus dem Netz dieses Anschreiben formulieren, rauskopieren. So. Aber bei meiner Suche nach, bin ich auf ihr Unternehmen gestoßen. Warum steht das in fast jeder Bewerbung, dass ich bei meiner Suche nach auf ihr Unternehmen gestoßen? Wen interessiert das denn? Also, ja, ich weiß, du hast mir auch, ein Kunde würde das nie schreiben. Auf der Suche nach einer Agentur sind wir auf ihr Unternehmen gestoßen. Wir möchten sehr gerne ein Gespräch mit ihnen führen. So, das ist, die Leute haben nicht drüber nachgedacht, was da in was in diesem Anschreiben steht. Wer bringt denen das bei? Naja, auf jeden Fall, diese 0815-Dinger, die sind echt alle vergleichbar. Wir sind ja gerade in dem Zustand. So, wir veröffentlichen gerade 6 oder 7 Stellenanzeigen. Und ich möchte Leute mit aussagekräftigen Bewerbungen jetzt bekommen. Also ich möchte aussagekräftige Bewerbungen bekommen jetzt, die es mir auch einfacher machen, auszusuchen und feststellen, okay, der hat 2 Jahre lang Anzeigen auf Facebook geschaltet für die und die Kampagnen, bla bla. Dass es mir einfacher gemacht wird und das wollen auch so Personaler oder so, die 50 Bewerbungen auf den Tisch bekommen, dass halt irgendwas raussticht, was ihnen die Entscheidung vielleicht einfacher macht. Und das würde ich machen, wenn ich mich irgendwo bewerben würde. Ich würde mich fragen, wie machen es alle anderen? Okay, dann würde ich es anders machen. Und am besten so, dass es dem Gegenüber ein bisschen die Arbeit nimmt, dass es vielleicht nicht eine DIN A4-Seite voller Blabla-Anschreiben ist, wie motiviert ich doch bin. Das könnte auch eine Seite Arbeitsprobe oder irgendwas sein, die einen voll überzeugt und zeigt, dass ich motiviert bin, anstatt darüber zu reden, dass ich motiviert bin. Einfach was machen, was mich widerspiegelt, was zeigt, was ich bin, was ich kann. Und ich glaube, dass das die Chancen enorm steigert, dass man was kriegt. Anstatt zu schreiben, dass man auf der Suche fündig geworden ist nach ihrem interessanten Unternehmen.
das in Branche XY tätig ist. Das nur so, wir hatten es zuletzt von, bin müde, dieses Wort, von diesem einen Wort, von einer Tugend, genau. Also ich denke halt, dass Leute, die laut, überselbstbewusst so auftreten, dass irgendwas kaschieren wollen oder das, also das ist mein Bauchgefühl häufig. Muss ja nicht sein, dass es so ist, aber da würde mich mein Bauchgefühl zumindest daran erinnern, ob das wohl so ist. Darauf würde ich achten. Und ich glaube, dass wenn Leute tatsächlich aufgeregt sind und zittrig sind und vielleicht auch ein bisschen ruhiger und schüchterner sind, dass das zumindest mein Bauchgefühl wieder, aber das sind echt Pauschalisierungen, aber das, ich sage nicht, dass es tatsächlich so ist, aber dass ich zumindest also daran erinnert werde dann von meinem Bauch, dass sie eher ehrlich sind in dem Moment und eher irgendwie zugeben, in was für einer Situation sie sich gerade befinden. Mir wäre jemand, der ehrlich ist, lieber als jemand, der nicht ehrlich ist, ohne jetzt diese zwei Kategorien aufzumachen und zu sagen, dass es so ist, aber mein Bauchgefühl sagt mir immer, wenn es so ist, dass ich also darauf mal achten sollte. Sonst ist es natürlich genau dasselbe wie in der Bewerbung selbst. Also erzählst du mir wieder das, was alle anderen erzählen, oder kann ich ein Gespräch mit dir führen und kann ich vielleicht tatsächlich fachlich irgendwo mit dir einsteigen, anstatt so einen Allgemeinkram durchzugehen, wie zum Beispiel, ich finde diese Firma interessant. Also halt so, weißt du, was ich meine? Du wirst nicht mit jedem Bewerber darüber sprechen, wie interessant House of Justice ist. Doch, aber ich glaube nicht, dass es halt eine Substanz hat. Also das ist auch wieder so eine Ausrede, so ein Umweg. So ein, kann man ja sagen, geile Firma, ich will hier arbeiten oder was auch immer so, aber dann warum? Also halt, dann gib mir halt die Gründe dafür auch. Und da wir in der Vergangenheit, wir sind jetzt 30 Leute bald, oder bald sind wir deutlich mehr, ein Stück mehr, aber da wir eigentlich in der Vergangenheit immer Leute eingestellt haben, die keine Agenturerfahrung haben, weder der Gründer noch die Mitarbeiter, wird das, glaube ich, auch in der Zukunft ein bisschen ein interessantes Bewertungskriterium hier. Also hast du schon mal ein Jahr lang in einer Agentur gearbeitet, in einer relevanten Agentur auch, die interessant ist, wo du Wissen mitbringen kannst, das uns weiterbringen kann. Mich, dich, wen auch immer. So, und wir haben ganz schön viele Stellen ausgeschrieben. Und wo findet man die? Im Netz. Einfach mal googeln.